Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir wollten heute, wenn ich es denn wiederfinde, irgendwo um uns herum war noch so da. Da wollten wir gleich hin. Und hier waren wir soweit fertig mit dem Dude, der hier irgendwie nicht zurechtkam. Hatten wir das hier eingesammelt? Sieht so auffällig aus. Ich glaube schon. Aber ich guck nochmal nach, vorsichtshalber. Nein, habe ich nicht. Jetzt schon. Naja, gut. Gucken wir mal. Das dürfte eigentlich wieder so, ja, so eine Lüftungsstation sein, ne? Ja. Die kennen wir bereits. Da bleiben auch die Viecher dran hängen. Das Schöne ist, wir können jetzt auf 300 Meter Tiefe tauchen. Ich würde das gerne noch erweitern. Weil es ist echt praktisch, tiefer zu tauchen. Aber wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um, was es hier so in der Gegend gibt, außer diese komischen Viecher. Guck mal, hier sind überall diese Dinger, ne? Das hat auch irgendwas zu sagen, bestimmt. Oh. Hallo. Ja, da kann ich nicht ganz... Da? Ist ja gerade. What the fuck? Mein Schiffchen! Wieso bin ich da nicht mehr drin? Ich bin weg! Was war das? Was zum Teufel? Was geht denn hier ab, sag mal? Ist das ein Alien gewesen? Ist das der Endboss? Ja, tiefer kann ich nicht. So. Krebswurfhakenarm. Das ist noch mehr Krebs. Torpedoarm. Ah, kennen wir schon. Ah, gut. Nehme ich trotzdem mit. Ein PDA. Nice. Integrating new PDA data. Ich darf hier gar nicht so viel rumschwimmen, ey. Was soll diese Musik jetzt? Kernreaktorfragment. Modifizierungsstation. Zyklopsonar. Ja, ich muss wieder hoch. Falls ich den Weg nicht finde, habe ich sonst ein Problem. Pflanzentopf, okay. Ja, schon finde ich den Weg nicht. Ja, ich bin hier falsch. Kacke. Hans-Dieter, ich komme. Das komische Vieh ist da immer noch. Ich muss hier auf jeden Fall wahrscheinlich tiefer runter, ne? Gut, dass ich hier in der Nähe gebaut habe. Das erste Mal, dass ich mich freue, dass ich hier in der Nähe gebaut habe. Feuerlöschanlage, nice. Blutranke. Blutöl. Jetzt definitiv noch weiter runter. Kurz Luft schnappen und dann gehen wir noch mal rein. Ich will den ganzen Kram da drin haben. Ich empfinde das als wichtig. Und die Position ist hier auch ganz gut.
So, hier durch. Haben wir hier noch irgendwas Brauchbares? Ja, nice. Okay, was haben wir denn noch hier? Ich werde hier sterben, ey. Wenn ich hier reingehe. Ach, da geht's raus. Ah, hier war ich schon? Ach klar, ich bin dadurch. Okay. Ich will hier ehrlich gesagt nicht lange sein. Ich brauche unbedingt noch die mehr Sauerstoff-Ding da, damit ich länger unter Wasser bleiben kann. Dafür fehlen mir die Ressourcen, glaube ich. Na gut, dann haben wir hier alles geplündert. Hauen wir ab. Solange Mr. Alien uns zurück in Ruhe lässt. Dann müssen wir hier auf jeden Fall wiederkommen, um tiefer zu gehen. Ja, dafür brauchen wir andere Ressourcen. Na gut. Hauen Sie rein, Mr. Alien, der irgendwie durch die Wände geht. Der ist ein bisschen creepy, ey. Gut. Wie gesagt, da ist unser schon unser Zuhause, ne? Das ist jetzt nicht weit weg. Gehen wir mal zurück. Wir haben ja jetzt ordentlich Ressourcen gesammelt, um umzubauen. Eigentlich wollte ich nur meine Basis umbauen, dass ich hier sowas finde. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich denke mal, da wird der Kern des ganzen Spiels ablaufen. Also hier in diesem Biom. Habe ich was? Nee. Aber das hier könnte Blutöl. Hatten wir doch schon mal gefunden, ne? Ich glaube, das war an der Oberfläche. Aber es ist gut, dass wir da sind. Kackbratz ist ja auch nicht mehr da. Das freut mich. Warum sage ich das überhaupt? Warum erwähne ich das überhaupt? Ich weiß es nicht. Der wäre bestimmt nicht gekommen, hätte ich nichts gesagt. Ach Gott. Okay, ja, da fehlt mir noch Lithium, ne? Wir müssen unbedingt auf Lithiumjagd gehen. Das ist vielleicht keine gute Idee. Wir müssen erstmal Lithium organisieren. Aber gut. Transportieren wir erstmal unser Zeugs weg, weil dann können wir auch in Ruhe sterben. So, nein, da nicht. Was haben wir hier? Blei. Gut. Sah kurz aus wie Lithium. Ja, weg mit euch. So. Rest kommt dann hier rein. Sehr schön. Das Organische natürlich wieder hier. Wobei, die großen Organischen habe ich ja hier gelagert. Ach, wir haben... Aber wir haben noch ganz, ganz viel Blutöl. Aber gut zu wissen, dass wir jetzt die Quelle kennen. Okay. So, das heißt, unsere nächste Jagd geht auf jeden Fall nach Lithium. Und wenn wir andere Ressourcen finden, ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Also, so ist es nicht. So, ich weiß aber, dass wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Fracht haben. Halt, ich habe nicht alles mitgenommen. Sah so aus, als könnte ich nicht mehr tragen. Okay. Titan. Glas könnte ich noch machen. Ja, gut. Das reicht erstmal. Ich laufe jedes Mal im Kreis. Ich check's einfach nicht. Ich dachte, die Kackbratze wäre weg, ey. Naja, egal. Titan. Ich habe doch einen Titan. Na, egal. So. Hier kommt auch noch ein bisschen was rein. Oh, das ist voll. Gut, wir werden das sowieso alles verschwenden, also so ist es nicht. Ist nicht so, als könnten wir irgendwas davon behalten. Ja gut, dann fröhliches Sterben, damit wir wieder Wasser haben. Ja, ist ja gut. Wenn wir jetzt Flüssigkeitsaufnahme haben, die kriegst du, Mädel. Hier, komm. Woo!
Ganz viel Flüssigkeit. Jetzt schön tief einatmen und alles ist gut. Wo ist die Kackbratze? Wo ist der hin? Jetzt ist er schon wieder weg? Das halte ich für ein Gerücht. Das glaube ich nicht. Wo ist der hin, sag mal? Hä? Das empfinde ich als sehr seltsam. Waren wir da eigentlich schon mal? Ich glaube schon, ne? Ja, da waren wir. Gerade eben, tatsächlich. Hab ich da noch irgendwas vergessen? Achso, nee, das ist die Tür. Ah, ich schaue mich mal hier um. Ich werde jetzt mit Absicht sterben. Können wir uns ein bisschen umschauen. Was wir noch alles so schön haben. Ach, das sind nur die Viecher. Ach, guck mal, was leuchtet denn da so Schönes? Ah, nur das Zeug, okay. Was leuchtet hier? Was ist das? Rote Wiege. Einheimische Lebensform. Eine komplexe in Höhlen ansässige Pflanzenart der leuchtenden gelben Kerne ist. Was? Der leuchtend gelbe Kern ist von einem stabilen Käfig umgeben, der vermutlich der Abwehr mittelgroßer. Da ist irgendwas drin. Habe ich mein Messer dabei? Schnell bevor ich sterbe, ja. Okay, ich. Samen. Ach, ich kann die anpflanzen, wenn ich möchte. Na komm, vielleicht behalte ich die ja. Hab dir nichts getan, Dude. Was leuchtet denn da noch so Schönes? Oh, ich kann bei ihm irgendwas einsammeln. Ein Rubin! Nein, ich habe den Rubin eingesammelt! Ich hoffe, ich behalte ihn. Ich habe den Rubin behalten, ja! Das war das Wichtigste von allen. Oh, und den Rest habe ich verloren wahrscheinlich. Ja, gut. Gebe ich ehrlich gesagt einen Scheiß drauf. Aber den Rubin habe ich behalten. Und jetzt. Auf Aufnahme drücken, keine Ahnung. Verursacht bei mir Juckreiz. Ich weiß nicht, was das ist. So, wir haben ja schon einen Rubin. Jetzt haben wir noch einen zweiten. Gut, und wir haben wieder Wasser. Sehr schön. Das heißt, wir widmen uns jetzt dem Lithium. Wir wissen in etwa, wo er zu finden ist. Und deswegen gehen wir da mal hin. Und zwar müsste der hinter uns sein. In diesem komischen Biom. Aber ich sammle gerne alles ein, was ich hier finden kann. Blei. Bin ich von irgendwas verfolgt? Ach, das Rote war fast wahrscheinlich nur du, ne? Ja. Okay. So, Lithium finden wir hier am häufigsten wahrscheinlich, wa? Sag mal, du, lass mich in Ruhe. Ich spring dir mir da einfach entgegen. Ein bisschen Gold. Bist du ein Ei oder so? Kreaturenei. Ja gut, nehme ich mit. Was soll's. Wir haben genug Stauraum. Wir müssen nicht geizig sein. Komme ich hier durch? Ja. Oh, ist hier auf jeden Fall alles größer geworden, als ich das erste Mal gespielt habe, ne? Viele Biome dazugekommen. Ich frage mich, ob es hier wirklich ein richtiges Ende gibt. Ich meine, rein theoretisch haben wir es schon gesehen. Doch wer weiß, was da wirklich ist. Man traut sich einfach nur nicht dahin zu gehen, weil man weiß, dass man eventuell nicht zurückkommt. Was leuchtet denn da so Schönes? Ah, schon wieder ein Kreaturenei. Ja. Ich glaube, das haben wir schon. Ja. Na gut. Wo ist das gute alte Lithium?
Da kommen wir in dieses komische Bio mit dem Alien. Da will ich aber nicht hin. Kupfer. Naja, ich meine, jede Ressource kann man gebrauchen, so ist es nicht. Aber es ist halt nicht das, was ich brauche. Und ich weiß nicht, ob das in so einem Stein war. Ich glaube nicht, ne? Nee. Ich glaube, das war einfach nur, ja. Ohne Stein. Aber ich nehme alles mit. Da. So sieht Lithium aus. Und davon brauchen wir eine ganz schöne Menge. Ja. Das ist nur ein Ei, das ist wieder ein Ei. Bestimmt von diesen blauen leuchtenden Viechern. Sorry, Fisch. Leichter Schreck. Okay, ich glaube, das finden wir auf diesen Ranken häufig. Oder bei diesen Bäumen allgemein. Das kann sein. Oder ist das Zufall jetzt gewesen? Ach, was weiß ich. Wieso dauert das so lange zu laden? Moment. Ich muss etwas schließen. So. Ich hoffe, er hat gespeichert. Ach, hallo, was bist du? Zeitkapsel? Okay. Wenn ich das hier entferne, sind wir immer noch bei 900? Was ist denn hier los? Alter! Ich bin jetzt richtig happy und wir können jetzt noch mehr Frachtmodule hier anbringen. Hier, boom! Wie geil ist das denn? Einfach mal geschenkt bekommen. Oh! Oh, ist das schön! Alter, wir können jetzt auf 900 Meter tief. Was war das denn? Tief tauchen. Silbererz. Wir sind frei! Wir können tun und lassen, was wir wollen, bis wir sterben. Aber bis dahin können wir tun und lassen, was wir wollen. Oh, ist das schön. Ich meine, früher oder später werde ich eh so einen Krebs bauen, dann werde ich da mich durch die Gegend krebsen. Aber bis dahin haben wir es jetzt richtig gut. So, was ist das hier für ein Biom? Hier finden wir auf jeden Fall viel Kristall. Lithium! Lithium! Ja, richtiges Biom gefunden. So, ich weiß nicht, wofür wir das gebrauchen können, aber ein paar davon sind sicherlich ganz gut. Wieso sind wir so schnell unterwegs, ey? Inventar voll. Okay, pass auf dafür. Wir wissen ja, wo es jetzt zu finden ist und es sieht so aus, als wäre hier mehr als genug. So, Träume werden wahr, Leute. Träume werden wahr. Hier können wir öfters herkommen. Na gut, beladen wir erstmal unsere Seemodde. Alter, der glücklichste Tag meines Lebens. Oh, mach mich hier voll. Das Messer wollte ich nicht reinwerfen. Dann machen wir hier voll.
Okay. Oh, ein Rubin. Ich will ich auch haben. Und wir müssen uns noch die Dingenskirchen angucken, die wir angeguckt haben. Die PDAs. Aber ich war so in Aufbruchsstimmung. Machen wir zu Hause, weil solange wir trinken, werden wir auch höchstwahrscheinlich Wasser, solange wir trinken, sag ich schon. Solange wir lesen, werden wir auch Wasser verlieren. Ach, guck mal. Aus! Böse Katze. Böse, böse Katze. Wenn gleich Mr. Flauschig hier ankommt und rummiaut, dann wisst ihr warum. Er ist nämlich unschuldig. Och nein, warum sind die jetzt hier? Ich kann auf 900 Meter runtertauchen, Leute. 900 Meter, ich bin hier frei. Kann tun lassen, was sie will. Können hier mal ganz, ganz tief runter und... Okay. Ich verstehe. Du willst mich hier nicht haben. Uralter Schweber. Vielleicht von dir so ein Stück. Nein. Hör mal so ein Stück abreißen. Guck mal, da ist auch ganz, ganz viel von diesem Blutding. Das wirkt so, als würde das Ding hier leben. Die haben hier überall Blut und so ein Kram. Was ist das? Es sieht rötlicher aus als das. Blutöl. Zweites Blutöl. Aber das eine ist... Das ist eine schwebende Insel. Das Lilane ist wahrscheinlich das, was momentan noch an diesem komischen Geschöpf dran ist. Hier schwebt alles. Hauptsache, die lassen mich in Ruhe. Ich habe viel zu viel wertvolle Sachen am Start. Ja. Wie krass das hier ist. Aber wir haben immer noch nicht genug Lithium gesammelt. Hallöchen. Der Sack bewacht ist. Die bewachen den Scheiß, okay. Wir wissen ja, wo es zu finden ist. Die Frage ist immer, ob ich das wiederfinde. Aber dahin möchte ich auf jeden Fall zurück. Achso, ich wollte gerade sagen, die Plattform sieht aber seltsam aus. Okay, wir haben heute sehr, sehr viel erfahren und da liegt noch was. Gucken wir mal kurz rein. Hier scheinen wir sicher zu sein. Wir haben heute sehr, sehr viel erfahren, Freunde. Auch über diesen komischen Stinker, der die ganze Zeit furzt, dass wir da bei ihm irgendwas einsacken können. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann gehen wir hier rein und holen noch mehr raus. Haut rein, euer Zero. Tschüss.